Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen leckeren Lachs in Honig-Knoblauch-Butter vorstellen. Sensationelles Rezept, wirklich lecker. Honig, Knoblauch und Butter verbinden sich wundervoll mit dem Lachs. Also ein ganz tolles Aroma und das Rezept ist wirklich einfach. Kriegt jeder hin, bin ich mir ganz sicher. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ja, wie immer habe ich schon alles rausgelegt, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich Lachs, klar. Dann brauchen wir Honig. Wir brauchen Knoblauch und Butter für die leckere Soße. Außerdem brauchen wir Frühlingszwiebeln, ein bisschen Olivenöl noch für die Soße, Petersilie für die Garnitur und Salz und Pfeffer. Und das war's auch schon. Und dann kann ich loslegen. Ja, die Vorbereitungen sind übersichtlich. Ich nehme hier zunächst den Knoblauch, den pelle ich nur, weil ich ihn nachher durch die Knoblauchpresse drücke. Ihr könnt aber auch kleine Würfel schneiden oder in klein hacken, wie ihr mögt. Dann bearbeite ich die Frühlingszwiebeln, die ich auch nur in kleine Röllchen schneide. Mehr müssen wir damit gar nicht machen. Petersilie hacken, auch das geht schnell. Die Zitrone kommt jetzt hier noch, die schneide ich in Scheiben, eine Hälfte, und dann die Scheiben schneide ich noch einmal durch und die zweite Hälfte hebe ich auf, die drücken wir nachher aus. Der Lachs, ich habe jetzt hier Lachsstücke gekauft, ohne Haut, ihr könnt auch Lachs mit Haut nehmen, dann ist er ein bisschen stabiler, es geht beides. Den salze ich nur und gebe außerdem nach dem Salz ein bisschen Pfeffer auf den Lachs. Und das ist auch schon alles, was ich an Vorbereitung mache. Mehr müssen wir mit dem Lachs hier gar nicht veranstalten. Und wenn wir das von der einen Seite gemacht haben, gesalzen und gepfeffert, dann drehen wir den Lachs einmal um und machen das gleiche nochmal von der anderen Seite. Ja, ab geht's an die Pfanne. Die Pfanne jetzt nicht ganz so heiß, so dreiviertel Hitze, und dann schmelze ich zunächst mal die Butter. Die soll ruhig schon ein bisschen anbräunen, aber natürlich nicht schwarz werden hier, also vorsichtig mit der Hitze. Butter erstmal schmelzen, und wenn die Butter hier fast geschmolzen ist, dann gebe ich als nächstes nochmal so einen Schuss Olivenöl drüber und vermische das. Das gibt ein ganz besonderes Aroma nochmal, Butter und Olivenöl. Und wenn die Butter sich aufgelöst hat, wenn die geschmolzen ist, dann kommt als nächstes der Honig. Den gebe ich jetzt hier zur Soße. Vielleicht die Temperatur ein bisschen runternehmen, wenn es noch so sehr brutzelt, dass es nicht ganz so heiß ist. Und dann löse ich zunächst mal den Honig auf. Der karamellisiert jetzt so ein bisschen bei der Hitze. Und dann kommt als nächstes auch schon Knoblauch. Und das war jetzt hier wirklich reichlich. Ich hatte wirklich viel Knoblauch drin. Wenn ihr es nicht ganz so knoblauchlastig mögt, nehmt ihr ein oder zwei Zehen weniger. Aber ich fand es sehr lecker. Also es war schon in Ordnung. Und jetzt riecht diese ganze Soße schon so sensationell. Honig, Knoblauch, Butter, echt super lecker. Und jetzt gebe ich nur meine Lachsstücke hier in die Pfanne. Und wenn ich den Lachs in der Pfanne habe, dann decke ich den ab. Und dann habe ich den Lachs hier in der Größe von jeder Seite ungefähr 5 Minuten so bei dieser Hitze erstmal gebraten. Und wenn die 5 Minuten rum sind, ihr seht hier schon am Rand fängt er jetzt an etwas weiß zu werden. Dann sieht man das Eiweißaustritt, der ist also hier schon durch. Vielleicht die Hitze noch mal ein bisschen reduzieren. Und als nächstes gebe ich jetzt den Zitronensaft dazu. Presse hier also meine zweite Hälfte von der Zitrone aus. Und jetzt wende ich einmal. Vorsichtig, also ich mache das mal mit zwei Pfannenwendern. Wenn der Lachs nicht mehr auf einer Haut ist, dann ist er relativ filigran, dann geht er schnell kaputt, also müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Dann gebe ich meine Zitronenscheiben dazu, drücke die auch so ein bisschen dazwischen. Und wenn ich die Zitronenscheiben hier verteilt habe in der Pfanne, dann streue ich die Frühlingszwiebeln drüber. Über Lachs und Zitrone. Und das war's auch schon. Mehr müssen wir gar nicht mehr machen. Jetzt kommt nochmal Deckel drauf. Nochmal so um die 5 Minuten Temperatur. Lieber etwas reduzieren.
damit der Lachs nicht zu trocken wird. Das reicht hier bei den Stücken. Und ihr seht, das sieht schon richtig gut aus, oder? Zwischendurch übergieße ich mal den Lachs nochmal, damit er ein bisschen Aroma aufnimmt. Das macht nochmal einen Unterschied im Geschmack. Aber das war's auch schon. Viel mehr müssen wir nicht machen. Temperatur runter. Ja, da können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Riecht sensationell, sieht wirklich gut aus. Ihr seht, der Lachs ist oben so ein bisschen gebräunt, aber auch nicht mehr. Jetzt gebe ich noch so ein bisschen von der Knoblauch-Honig-Butter hier oben drüber. Der Geruch ist wirklich irre. Es riecht super, super lecker. Eine kleine Zitronenscheibe oben noch drauf. Und dann können wir unseren Lachs auch schon mal anschneiden. Und ihr seht hier, der ist super zart. Er ist nicht mehr glasig, ich mag das nicht. Er ist aber immer noch sehr, sehr saftig. So soll er sein, finde ich jedenfalls. Also ein super Rezept wirklich. Lachs in Honig, Knoblauchbutter, geht schnell. Kann wirklich jeder, bin ich mir ganz sicher. Also ein leckeres Rezept. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.